liebe Freunde der welterbewürdigen Dresdner Flusslandschaft, wenn Dresden demnächst dank des Starrsinns von Politikern seinen Welterbetitel verlieren sollte, dann ist die Stadt auch nicht mehr, wie man gesagt wurde, Weltkulturerbe des Herzens, sondern wird zu einem internationalen Symbol für Banausentum. Das muss klar gesagt werden und die Verantwortlichen für dieses Desaster werden das zu verantworten haben. Und zwar nicht nur mal kurz in der Tagespolitik, sondern über einen ganz langen historischen Zeitraum. Das ist den Verantwortlichen natürlich klar. Deshalb jetzt, um von der eigenen Verantwortung abzulenken, vorbeugend die UNESCO beschimpft wird, die den Welterbetitel verleiht. Das ist dumm und infam. Dumm deshalb, dumm ist diese Beschimpfung deshalb, weil die UNESCO, die Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur ist. Zu ihren Aufgaben zählt es beispielsweise, die Menschenrechte durchzusetzen oder weltweit das Bildungsniveau zu heben, selbst in Dresden. Vielleicht kann die UNESCO ja mal ein kleines Sonderprogramm für ein paar sechste Politiker auflegen. Die Beschimpfung der UNESCO ist infam, weil dadurch bewusst davon abgelenkt wird, dass es sich um eine Organisation handelt, in der sich eine geradezu globale Fachkompetenz bündelt. Gerade auf dem Gebiet des Denkmal- und Landschaftsschutzes wird das Urteil der UNESCO und ihres World Heritage Committee von renommierten Fachleuten vorbereitet. Wer also die UNESCO herabwürdigt, will damit von seiner eigenen Inkompetenz ablenken. Ich möchte an etwas erinnern. Die UNESCO war eine der allerersten internationalen Institutionen, in denen Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg wieder Mitglied werden durfte. Das war schon 1951. Bemerkenswerterweise wurde Deutschland damit zunächst als Kulturnation wieder in die Staatengemeinschaft aufgenommen. Denn Deutschland als politisches Gebilde hielt man damals 1951 international noch für entbehrlich, aber auf seine Kultur glaubte man nicht verzichten zu können. Das Bild Deutschlands in aller Welt ist auch heute noch vorrangig durch Kunst und Kultur geprägt. Wer den Welterbetitel für verzichtbar erklärt und die UNESCO diffamiert, trägt damit zur Vernichtung einer international anerkannten deutschen Kernkompetenz bei. Die Idee des Denkmal- und Landschaftsschutzes ging einmal von Europa aus. Und Deutschland war hierbei führend beteiligt. Innerhalb der UNESCO hat Deutschland später dafür Sorge getragen, dass diese Idee weltweit verbreitet und auch durchgesetzt wurde. Wenn nun gerade in Deutschland die Demontage dieser Idee beginnt, dann wird sie anderswo noch viel weniger durchsetzbar sein. Sächsische Provinzpolitiker, die nicht über den Tellerrand schauen können, zerstören damit nicht nur in Dresden Kultur, sondern tragen aktiv dazu bei, dass dies auch anderswo geschehen wird. Aber so ist das eben bei Provinzlern. In den Vereinigten Arabischen Emiraten, bisher eher durch Öl als durch Kulturproduktion bekannt geworden, soll ein Weltkulturmuseum mit Beteiligung der staatlichen Kunstsammlung in Dresden entstehen. Hat man dort als Global Player begriffen, dass Kultur ein wichtiger Faktor für die Zukunft ist, so wird diese Ressource hier in Dresden noch immer von den Provinzlern munter vernichtet. UNESCO wird sich ihre Unterstützung wohl künftig eher am arabischen Golf als an der Elbe holen. Dresden aber wird dank einiger kompromissunwilliger Betonköpfe weltweit für mutwillige Selbstzerstörung von Kulturgut stehen. Es möge uns niemand glauben machen, dass der Verlust des Welterbetitels geräuschlos vonstatten gehen könnte. Nein, es entsteht ein ganz nachhaltiger und ganz großer Schaden für Dresden, für Deutschland und für das Weltkulturgut. Dann, wenn das passiert ist, werden Dresden und Sachsen auf die UNESCO angewiesen sein, um sich in einem ganz langen, mühseligen Prozess von ihrem schändlichen Ruf zu befreien. Es gäbe natürlich ein paar Möglichkeiten, dieses Desaster noch zu vermeiden. Vielen Dank.